Hallo liebe Leute und herzlich willkommen im Dschungelcamp. Hier ist euer Spooky VF mit einer speziellen Runde Herrschaft auf Dschungel in Black Ops 4 Multiplayer Mode. Ich habe hier die Klasse Nomad ausgewählt. Geht mal ganz gut ab, gerade für Herrschaft sehr geeignet. Und ja, in diesem Video möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe die 800.000 Aufrufe auf meinem Channel erreicht. Also ihr habt 800.000 Mal meine Videos geklickt, alle, die auf dem Channel sind. Das ist für mich eine große Summe, hätte ich nie damit gerechnet, auch wenn momentan nicht so viele Videos kommen und so ein bisschen das Konzept meines Channels sich vielleicht ein klein wenig ändert. Ich weiß es noch nicht genau. Let's Plays werden so ein bisschen reduziert, so mehr Gameplays und ja, News oder sonst was. Mal schauen. Und ja, die Runde hier hat ein bisschen schwach angefangen. Ein bisschen Pech gehabt und es war auch eine harte erste Runde. Die zweite Runde wird dafür mega. Ich laber so ein bisschen hier zum Gameplay in dieser Runde hier. Also in der Runde 1. Und in der Runde 2 werde ich dann so ein bisschen Musik euch hinterspielen, damit ihr dann das Geschehen genießen könnt. Gesagt, die erste Runde ja war echt anstrengend. Dann kam in der Runde 2, gingen die Leute aus dem gegnerischen Team. Trotzdem denke ich, dass das die Leistung in der Runde 2 nicht schmälert. War eine coole Runde, es war eine gute Runde. Und ich habe auch alles gegeben. So, wie es sich gehört für ein 800k Dankeschön-Video. Viel, viel Action und ja, und viel, viel auf die Fresse bekommen. Ihr habt das alles möglich gemacht. Hat sehr viel Spaß in den vergangenen Jahren. Ich stehe kurz vor den 2000 Abonnenten. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn wir diese Zahl erreichen. 19 fehlen gerade noch aktuell. Und ja, da würde ich natürlich auch irgendwas Spezielles machen. Vielleicht so eine Zeitschleife. Ich bin ja schon eine Zeit lang dabei, dass man da irgendwie so mal die Vergangenheit ein bisschen hochholt. Wieder aufleben lässt. Ja, wie gesagt, die erste Runde war echt katastrophal. Da hat man schnell auf die, da kriegt man auch mal schnell auf die Fresse, wenn es einmal dumm läuft. Ja, dass man da die Vergangenheit ein bisschen aufleben lässt wieder und mal so alte Videos zusammenschneidet oder so Best-of quasi aus der ganzen Zeit, die ich jetzt da auch schon mit YouTube verbracht habe. Möchte auch wieder ein bisschen mehr Videos in nächster Zeit bringen, das ist aber auch nicht immer so einfach. Gerade mit Arbeit und hin und her, es ist halt nicht mehr so wie im Studium, dass man unendlich viel Zeit hat. Und dann auch nicht immer die Lust. Und wenn man die Lust nicht hat, dann merkt man das auch an den Videos. Die werden nicht so toll. Also fühle ich mal dann immer so, wenn ich dann so ein Video mache, dass das dann nicht so geil ist. Für mich gefühlt. Ich weiß nicht, wie es andere dann nochmal empfinden. Vielleicht fällt ihnen das auch gar nicht so auf. Aber naja. Und der Typ da hinten, der ist mal richtig auf den Pimmel gegangen. Er sitzt das ganze Spiel quasi hier in der ersten Runde. Hat er einen Platz gefunden, Place to be. Ups. Friendly Fire. Dann hauen wir dem auch mal Minen da rein. Deswegen finde ich den Nomad so cool mit den Minen. Da kann man eben auch nochmal Punkte absichern quasi. Tja, Pumpgun, FTW. Wie immer, Call of Duty. Yeah. Also noch einmal, ganz herzliches Dankeschön an alle, die noch dabei sind und auch an die, die neu dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr werdet hier auf dem Channel einiges finden, was euch gefällt und unterhaltet. Und es wird natürlich auch noch einiges Neues geben. Auch gerade hier zu Call of Duty Black Ops 4 werde ich, denke, viel machen, weil bisher gefällt mir das Spiel sehr gut. Die Maps sind cool, auch dass sie zum Teil die alten Maps nochmal drin haben. Das war so eigentlich so, naja, ich... Ja, wusste zuerst nicht, wie ich das jetzt aufnehmen soll, ob das positiv ist oder negativ, aber es sind halt auch ein paar coole Maps wie Firing Range oder wie wir es liebevoll sagen, Fringe Ranch. Und ja, ja, mal schön Doppelkill und dann von hinten geholt. Bam. Auf den Arsch her. Ja, bis jetzt, wie gesagt, macht mir sehr viel Spaß. Es gibt Runden, da könnte man kotzen. Diese hier war übrigens dann am Anfang so, war schon am Rumfluchen, aber das ändert sich dann in Runde 2. Ihr wisst ja, es gibt ja dann nochmal Seitenwechsel in Herrschaft, die Call of Duty aktiv zocken, die wissen das. Und ja, macht sehr viel Spaß, deswegen wird es noch mehr geben dazu, auch Warhammer. Und ich denke auch, ja, so solche Sachen wird es dann geben, so Warhammer, auch Guides und Tutorials und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es auch sehr viel zu tun, also 40k, Warhammer Inquisitor. Ist auch ein cooles Spiel.
Hätte ich nicht erwartet, dass mich das auch so flasht. Warte natürlich noch auf ein paar Patches, weil das Spiel hat noch ein paar Kinderkrankheiten. Und der sitzt immer noch dort hinten, ne? Das ist unglaublich. Guck dir das an. Starrer Blick, Silberblick, Baby. Ich bin froh, wenn ich dir den Schlappen durchs Gesicht ziehe, du Asozialer. Wir verlieren B. Und man kriegt den kaum dort weg. Jawohl, endlich, ey. Da, der obligatorische Schlag in die Luft, wenn man so jemanden erledigt. Muss sein. Okay. Gehen wir doch mal auf seine Posi. Gucken wir uns ihn an. Noch ins Gesicht geschissen. Okay. So, noch ein letztes Mal. vielen Dank. Vielen Dank. Ihr seid die Besten. Das ist richtig cool. 800k, das muss man sich überlegen. Das ist eigentlich. Es geht auf die Million zu, wenn man so. Eine Million Aufrufe. Ja, manche haben das auf einem Video, aber ich bin schon froh, wenn ich das insgesamt habe. Das ist, hätte ich wirklich nie erwartet. Das ist ja doch nur ein kleiner YouTuber und Hobby. Ich mache das ja nicht berufsmäßig oder sonst was. Und dann ist das doch eine stramme Zahl. Das ist echt geil. Und deswegen danke für den Support in all den Jahren, für das Feedback. Und ja, da kann es ja fröhlich weitergehen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und seid am Start. Dann gehen wir jetzt, da gibt es jetzt Champagner-Dusche. Da ist er wieder. Ja, zack. Muss ich jetzt auf den Tisch hauen hier. Und das war die Faust, nicht andere Körperteile. So, jetzt geht's in Runde 2, deswegen verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch ganz viel Spaß mit den Bildern, mit dem Gameplay. Euer Spooky4F. Herzlichsten Dank. Und bis bald. Abgeschlossen. Sichert das Ziel. C wird gesichert. Stolpermine ist C ist abgeschlossen.
I need no-